nehmen wir dann auch mal direkt mit hier. Sau gut. Ich freue mich jeden Abend auf jeden Morgen, weil ich mich an dieses Let's Play setzen kann. Hügel mundlich. Ach, hey. Wenn ich mir oben das Seil von der Straße angucke, kann das ja lustig werden. Ich hoffe, das ist wieder so eine schmale Strecke, hä? Komm in die Top. Cool. Ich glaube, den Typen können wir was zeigen. Bereit? Nee, nein. Ich will nicht. Guck mal, das zum Beispiel. Moment, Neustart. Also, so geht das nicht, Virus. Wenn du damit nicht aufhörst, dann muss ich dir den Hammer über den Kopf ziehen. Hier, das geht mal gar nicht. Das ärgert mich, wenn ich das immer verbuche. So, genau, Rainer. Komm in die Top 3. Umzug und wie auch immer. Cool. Ich glaube, den Typen können wir was zeigen. Ja, lügen, immer lügen. Arschloch. Toll. Na. Ja, auf diese Noten, ey! Ah, das sieht's doch nicht, Alter. Was fahr ich mir denn für Quatsch zusammen? Ah, ist wieder. Ah, komm rum, du sollst driften, Mensch! Na, endlich, Mann. Du hast mal 20.000 Punkte, ey. Eieieiei. Na? Lass uns mal vorfahren. Man weiß nicht, wann man driften soll. Kurve mal so ein bisschen schön groß ausgedehnt. Ja, das wäre jetzt eine große Driftkurve gewesen. Aber das kann ich mit dem Golf nicht wirklich bringen. Man ist nicht so wirklich das Driftmonster. Arschloch! Ja, schieb ihn mal an hier, genau. Parkt ihr ja eigentlich. Ach, komm rum. Oh, die Bremse sind immer aus, ey, die Luches. Junge, da haben wir aber jetzt nochmal, glaube ich, Punkte rausholen können. Boah, ey. Ja, manchmal, es ist ja so nicht schlecht, dieses Driften. Manchmal so dieses. Ha, ey. Synchronkönig. Ja, genau. Und wer bezahlt mir den Lackschaden? Lackkönig hier, ey. Alles klar, mache ich. Okay. Aber das haben wir ja immer noch offen. Das blinkt uns die ganze Zeit. Wir, ja.
Ich muss irgendeine Karre anfahren oder was, ey, damit ich da irgendwo, über wen kümmern wir uns denn jetzt hier? Amy nervt schon wieder, Robin nervt schon wieder, machen wir Spike jetzt, ist Spike dran. Nachricht wiederholen, gewinne Events mit Spike. Spielt Audio Nachricht ab, ja, mach mal. Hey, yo, ich hab nachgedacht, okay? Magnus ist kein Superman, stimmt's? Wir müssen also nur das tun, was er getan hat. Paar Rennen gewinnen, die Straßen kennenlernen. Nur dann sind wir wie er, oder? Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja. So schön, dass du nachgedacht hast, aber das bringt mich jetzt... Was? In der Halle. Alles klar. Treffen wir dich in der Halle. Fahren wir mal rüber. Ja, sau geil, ey. Golf legt sich ja gut. Fahren wir mal rein, mal gucken, was jetzt kommt. Mit dem Golf, das sieht so putzig, aber irgendwie auch geil aus. Oha. Hier, ach, in der Lackiererei. Oh, hey. Ich dachte schon, mittlerweile hätten du und Spike dieselben Tattoos. Oh, der Laden ist super, was? Oh Mann, ich verhungere. Laden und super? Pepperoni-Pizza. Mein Magen isst sich schon selbst. Oh, Lebensretter. Ist erst ein paar Stunden alt. Ja, du warum musst schmeißt, die Leute in der Stadt kennenlernen. Warum schmeißt du das dann wieder weg? Ich dachte, du hast die Hunger. Die nennen sich Risky Devil. Die fahren echt krasse Karren mit Klebeband, Schnüren und so. Hauptsache, sie kurven um den Block. Hm. Siehst du das? Oh. Bei der Felge würde Amy ausrasten. Total. Aber diese Jungs sind einfach nur auf ihre Narben stolz. Oh, Rob. Willst du kurz mal hier aushelfen? Das ist zu viel für mich. Oh, sollen wir Händchen halten? Diese Kerl. Also, ich bleibe hier. Mach diese Jungs aufmerksam, okay? Wir sprechen uns später. Jetzt geht's ab auf den Drift Train. Bis dann. Dafür bin ich jetzt vorbeigekommen, oder was? Soll das Witz sein? Oh, guck mal, Nissan Silvia. Oh, was will ihr jetzt? Also, was meinst du, Robs? Weiß nicht. Ich meine, es gibt so viele neue Gesichter in der Stadt. Schwer zu sagen. Mhm. Zudem fahren diese Outlaws unscheinbare Autos. Die meisten habe ich nur auf der Straße gesehen, wenn die Cops hinter ihnen her sind. Hey, Spikey, was gibt's? Hey, hör zu. Ich hoffe, ich kann was aufziehen, wie damals. Ihr wisst schon, Treffen in den Hügeln. Vielleicht, ich weiß nicht. Ohne mich, Kumpel. Hab noch was laufen. Ich fahr zurück zum Bunker. Muss mich noch um was kümmern. Genau, sorry, Spike. Hab noch was vor. Hey, was soll's? Ist okay. Wir sehen uns. Bin auch raus. Manu, fährt zum Bunker. Das kann nur einen Grund haben. Genau, wir treffen uns dann da, Mann. Pronto. Oh ja, der Bunker? Manus Versteck. Dieser verlassene unterirdische Laden. Ziemlich abgeräumt, aber ganz spaßig. Wird euch gefallen. Peace. So. Ich dachte, er ruft mich an und da quatschen noch zwei, drei andere Leute damit rein. Also auch. Ach, ey. Hey, ja, so ist das halt. So, Spike. Hey, yo, ich hab nachgedacht. Okay. Gewinne die Events mit Spike. Ach so, ja. Hm. Der hat ja nichts. Also, was meint er jetzt? Also, fahren wir da mal hin. Wollen wir Rennen fahren? Bunker. Wah! Oh ja! Fahr deine Route sauber! Dann wirst. Dann fahren wir mal da rein. Ah, sieht schon geil aus. Nur ich hätte den mal vorher reparieren lassen sollen. Ne? Ja. Alter! Sieht dir was? Das? Du hast viel zu lernen, junger Grashüpfer. Wie hast du mich bemerkt, Mann?
Ich dachte, du meditierst. Das war Visualisierung. Meditation hilft dir, präsenter zu sein, Spikey. Alter, und nicht total abzudriften. Du machst das bestimmt auf dem Auto, da bin ich sicher. Ja, genau. Was soll das heißen, hm? Man setzt sich nicht auf eine Matte und wird präsent, wenn's losgeht, Mann. Nein? Nein, man ist aufgekratzt. Zieht sich Musik rein oder so. Aufgekratzt? Okay. Nimm das mal. Okay, du bist schon halb da. Du kennst doch keinen Block, oder? Schon wieder kein Block, Mann. Unfassbarer Typ. Der macht echt krasse Videos. Gymkhana-Videos. Haben über 100 Millionen Hits. Das ist fast wie ein Actionfilm, außer dass es echt ist, verstehst du? Hier, du kennst das bestimmt schon. Aber er hat immer was Neues. Ah, ich schick dir den Link. Nimm es als Inspiration. Dann trennen wir die Männer von den Jungs. Yeah, komm. Ich weiß, was er gemeint hat damit. Fester Handgriff, Mann. Wir sind die Männer und er ist der Junge. Spike ist überhaupt nicht amüsiert darüber, wie Manu ihn gerade behandelt. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Hör zu, Robin. Manu ist wirklich kein schlechter Typ. Kann sein, aber er ist ganz... Wie, jetzt läuft die Nachricht nicht weiter, oder was? Lass doch mal stehen. Okay. Jetzt muss ich mir die Nachricht... Okay. Übertrifft die... Nee, warte mal. Wo war das? Hier. Nee. Das war es auch nicht. Hier ist Robin. Ach nee, sag an. Da, das war das. Ah, Virus. Hör zu, Robin. Manu ist wirklich kein schlechter Typ. Kann sein, aber er ist ganz schön frauenfeindlich. Ach, du verstehst ihn völlig falsch. Ames hat recht. Manu kommt aus einer ganz anderen Welt als du. Deswegen... Das hätten sie machen können, dass die Nachricht wenigstens trotzdem weiter sich... na, dass sie weiterläuft, dass man sich hätte die trotzdem weiter anhören kann. Also... ist doch mal echt kacke. So, jetzt hören wir uns die Nachricht nochmal an. Ist doch mal kacke. Das hätten sie echt mal besser machen können, ganz ehrlich so. Hör zu, Robin. Manu ist wirklich kein schlechter Typ. Kann sein, aber er ist ganz schön frauenfeindlich. Ach, du verstehst ihn völlig falsch. Ames hat recht. Manu kommt aus einer ganz anderen Welt als du. Deswegen übertreibt er manchmal etwas. Man sollte ihm sein Ziel klar machen. Er sagt ziemlich unhöfliche Dinge. Ich kümmere mich drum. Denk dran, es ist das Herz hinter den Worten, nicht die Worte selbst, okay? Gut, ich muss weg. Vielleicht sehen wir uns in der Werkstatt. Bis später. Also, Rob, Spike kommt vorbei. Sagt, er hätte was für mich. Lust dabei zu sein? Fall nicht drauf rein, Ames. Er wird dich bestimmt zu diesem billigen Steuergerät locken, das er eingebaut hat. Keine Sorge, das werde ich, solange es geht, rauszögern. Okay, ich bin weg. Bis später. Spike und Robin, Mann, ihr werdet euch noch an einen Tanz gewöhnen. Naja, habt noch dieses und jenes zu erledigen. Vielleicht sehe ich euch in der Werkstatt, ja? Bye. Sehr interessant, was die alle gegeneinander aushecken irgendwie. Stellt er sich einfach vor uns hier da mit seinem komischen, was noch Ford Focus RS? Okay. Mann, ey! Wow, Wahnsinn! Ich weiß. Hey, Ben,
Ich wette, dafür hast du den ganzen Tag gebraucht. Ich dachte, ein bisschen Inspiration könnte nicht schaden. Yo. Hey. Yo, was geht ab, T? Fantasierennen, Nakai-san gegen Magnus Walker. Wer gewinnt? Komm schon, das ist doch uninteressant. Du brichst mir das Herz, Kleiner. Nein, das ist eine faule Ausrede. Ich fahre gegen Nakai-san, wann ich will. Es sei denn, nun, Magnus fährt ein RWB. Dann ist nämlich Essig. Ah, du lernst dazu. Naja, ich hoffe einfach, dass ich eines Tages einen Wagen bauen kann, der halb so gut ist wie von Nakai-san. Was habe ich dir gesagt? Unser einziges Limit ist die Vorstellungskraft. Apropos Limits. Ja. Ich habe mal nachgedacht, was man braucht, um einen Motor so richtig zu tunen. Ich rede von abartiger Power. Ganz simpel. Ein Haufen Kohle und ein Haufen Arbeit, das ist alles. Was mich ärgert ist, dass wir uns so hängen lassen. Wir sind nicht hier, um bloß auf Nummer sicher zu gehen. Denk mal nach. Der Ruf, den du für die Kohle brauchst, um so einen Wagen zu bauen. Dafür muss man hart kämpfen. Sorry, Mann. Hab die Stimmung ruiniert. Ja. Dieser Kerl, Mann. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja, sind wir in der Werkstatt. Und nun? Wie geht's jetzt weiter? Aha. Okay. Dann verlassen wir jetzt mal wieder die Garage. Weil, ja, für das Gespräch musste ich jetzt extra in die Garage. Na gut. Okay, ja. Schön. Auto, mehr Ausbau und zählt das vorne bleiben. Jede Straße mit jedem Wagen jederzeit. Ah, okay. Warum steht der jetzt nicht da vorne? Bremse ich schon mal. Okay. Ne, okay. So, einmal dahin. Und dann dahin. Guck mal, wer als nächstes. Hi, ist Robin. Hey, du, nachgedacht. Jo, schön. Jo, Mann. Jo, Mann, muss raus aus der Stadt. Cops sind aus irgendeinem Grund hinter mir her. Hey, seid ihr da? Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich wohl nach El Rey rauffahre. Bisschen driften oder so. Hört sich gut an. Machst du mit? Ja, warum nicht? Brauch eine Pause. Wann fährst du hin? Bald. Okay, lass mich noch einiges hier regeln. Cool, wir sehen uns dann. Ja, bis dann. Okay, pass auf, den Kopf sitzt irgendwas quer. Du solltest auch nach El Rey kommen. Da oben können wir ungestört driften. Alles klar, bis später. Wer will denn driften? Oh, was hat die? Hi, hier ist Robin. Hey, Robs, komm schon. Fahrt ohne mich, Cookie. Tut mir leid. Jedenfalls dachte ich, wir könnten uns treffen. Ein paar Synchrondrifts fahren. Ich hoffe, wir sehen uns, ja? Bye. Naja. Ist ganz schön was los, ey. Was gehen wir nochmal rein? Wir wollen ja irgendwo, So, zack, machen wir das jetzt erstmal. Teleportierten wir uns mal zu ihm, weil er sagt ja in einiger Zeit, ich weiß auch nicht, wann er unter einiger Zeit versteht. Ja. Driftversuch. Breit und eng. Ach, den Anruf von Amy, ja, ey. Okay, die Zeit läuft. Mach dich startklar. Oh, das ist eine enge Straße. Oh. Ah. Driften, Alter, ist... Ja, fahrt schon mal ohne mich. Ich komme vor, jetzt erschrotte Mona Lisa nicht. Ja, komm doch weg da. Ah! Oh, so eine enge Scheißstraße, Alter. Ah!
Bremst doch, ich drück doch, halt doch mal an, Mensch. Kackout. Nein, Kacksteuerung. Ich bin einfach mit Xbox-Controller einfach nicht mein Herr. Ich weiß nicht, wie andere da so präzise mitfahren können, aber ich komm, Mann. Früher mit PlayStation-Controller gespielt. Komm rum. Also so eine Malerin komme ich klar, aber ein Driftrenn ist gar nicht meins. Ja, ja, komm, ist gut. Richtig ab. Oh Mensch, doch du bist so eine Kackhure, Alter! Komm schon, Mensch! Meine Fresse! Ich muss jetzt echt mit Handbremse noch arbeiten, damit ich da noch ein paar Punkte raushole. Scheiß Drifterei. Gut, mit dem Auto, das hat noch nicht so wirklich die Driftkompetenz, die ich eigentlich haben will. Ich habe mit dem Handling noch nicht viel eingestellt. Nur so, dass ich halt mal um die Ecken komme. Wahrscheinlich neue Teile im Lager. Super cool. Sind noch jede Menge Berge übrig und was ich so höre, werden die Cops unten nicht weniger. Lass uns fahren. Okay, check die Karte, Update. Gehen wir mal auf die Map. So, und jetzt? Wo kriege ich jetzt hier mal ein Update? So, gehen wir mal hier hin. Hey, ich bin's. Was? Bin an ein paar Typen mit Kohle dran, aber die fahren nicht gegen schlappe Kisten. Also hol reichlich Pferde aus deinem Wagen. Ciao. Oder auf der Karte anzeigen. Alles klar. Teleport? Nee. Ey, hier war jetzt 23.000. Nee, ich muss noch ein bisschen Kohle ranholen hier. Super cool. Es sind noch jede Menge. Hi, ich bin's Robin. Hi, hier ist Robin. Hey, Robs, komm schon. Ach so, kenn ich schon. Ohne mich, Cookie. Tut mir leid. Jedenfalls dachte ich, wir könnten uns treffen. Ein paar Synchrondrifts fahren. Was haben wir denn hier? Gewinne die Events mit Spike. Okay, dann, achso, warte mal. Dann, jetzt schon wieder. Ich glaube, mit 350 PS solltest du konkurrenzfähig bleiben, okay? Bye. Ah, jetzt haben wir wenigstens mal eine Zahl, womit wir was anfangen können. Danke, bye. So, jetzt suchen wir erstmal mit Spike, damit wir noch ein bisschen Kohle machen können hier. So, das da einfach mal. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was da war. Ich habe nur drauf geklickt. Ey, ich bin hier aber auch ein Nerd. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ey, yo, was geht? So. Zeitfahren. Okay, alles klar. Jetzt muss ich ja mal drauf drücken hier, sonst funktioniert ja das nicht. Okay, bringen wir es hinter uns. Da haben wir den mal in die Pfanne gedrängt, würde ich sagen. Sorry, Alter.
Scheiß Taxi! Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Power in die Karre machen. Ganz will der noch nicht. Ein bisschen auf die Brust helfen hier. Ah! Wow, wow, das war knapp. Gut gefahren, doch ein bisschen langsamer an allen anderen Stellen, einigen Stellen. Oh Mann, unser Auto, ey. Armer Golf. Weiter, weiter überspringen, ja, überspringen. Oh. Bro, ich raff nicht, Mann. Fast eine Katze überfahren. Also, Magnus' Lauf ist unmöglich, aber wir sollten ihn trotzdem fahren. Wir müssen ihn uns genau einprägen. Verstehst du? Okay, cool. Und jetzt komm endlich rüber. Warum fehlgeschlagen? Warum fehlgeschlagen? Willst du mich ärgern? Die hatten die da. Das verstehe ich jetzt nicht. Das wusste ich jetzt nicht. Zeitlich begrenzter Bonus. Speedway Speed Mittel. Absolviere die Route so schnell du kannst. Komme innerhalb der Zeitlimit ins Ziel, um zu gewinnen. Zeitlimit? Was für ein Zeitlimit? Okay, ich suche mir jetzt erstmal was anderes aus, ey. 350 PS. Achso, wir müssen ja, genau, warte mal, ich bin jetzt gerade total irgendwie daneben, weil mich dieses, kannst du mir mal sagen, was ich hier mache, ey? Virus, du musst da nur auf die Scheißkarte. Genau, wir müssen jetzt uns auch nochmal so ein bisschen...
Haben wir doch absolviert. Fehlgeschlagen. Ist so ein Haken dran, ne? Zeitlich begrenzter Bonus. Verrückte Tour. Rase in einem Punkt-zu-Punkt-Sprintrennen bis ins Ziel. Wer das letzte Ziel ist, gewinnt. Ausprobieren. Probieren wir das doch mal aus, ja?